So Leute, weiter geht's mit Guild Wars 2 Pass of Fire, die Bestie des Krieges. Ja, und das ist doch nicht das letzte Kapitel, sorry Leute, es ist das vorletzte. Aber wir sind schon nah dran auf jeden Fall. Und ja, dennoch müssen wir uns jetzt Baldasar stellen. Und dazu sollten wir jetzt hier zum Bazar von Kodash reisen. Und da sind wir jetzt auch. Habe ich zwar noch nicht richtig erkundet, aber das werden wir, denke ich, jetzt nachholen. Und ja, gehen wir mal rein. Jetzt kommt der Ernst der Lage. Bestie des Krieges. Da ist sogar schon unsere Untotenarmee. Das ist also Jokos Elite. Was für eine erbärmliche Truppe. Wie auch immer, wir werden Seite an Seite mit ihnen auf dem Schlachtfeld kämpfen, also zeigt ein bisschen Respekt. Oh, Kommandeur, die Truppen der Erweckten sind hier. Baltasar wurde aber noch nicht gesehen. Was denn jetzt? Und dort ist Kalkatorik. Was bedeutet, dass wir noch nicht zu spät sind? Ich sollte mich bei den mit uns Verbündeten Erwachten melden, bevor Baltasar auftaucht. Cass? Wird gemacht. Hoffen wir einmal, dass das letzte Mal ist. Kommandeur, wartet. Ja, reden wir vielleicht erstmal mit den anderen nochmal? Wisst ihr, Cass, wenn ihr diese Runde lieber aussetzen möchtet, verstehen wir das alle gut. Baltasar hat euch getötet, meinen Kommandeur. Er tötete Vlast und entführte Orin. Allein um der Rache willen würde er meine Heimat zerstören. Einigen Göttern sollte man definitiv ihre Unsterblichkeit entziehen. Ja, gut, dass Cass das auf jeden Fall auch gesehen hat jetzt. Endlich mal. Dass Baltasar kein Gott mehr ist, sondern einfach nur ein... Ja, eine Bestie. Besser gesagt. Mit einer geborgten Armee aus Leichnamen gegen den Gott des Krieges zu Felde ziehen? Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass ihr das vorhattet, als ich im Casino auf euch gesetzt habe. Aber ich habe gerne mit euch zusammengearbeitet, Kommandeur. Und es hat seinen eigenen Wert, persönliche Schulden zu begleichen. Ihr schuldet mir überhaupt nichts. Wenn ich mich recht entsinne, habt ihr euch freiwillig gemeldet, mir hier zur Seite zu stehen. Deswegen würde ich eher sagen, dass ich bei euch in der Schuld stehe. Das meinte ich ja. Einen Titel auf jemanden wie euch zu besitzen, ist viel mehr wert als Gold. Ja, ja, kann auch der alte Schlingel. So, und jetzt, ja, reden wir mit Ridlock mal. Und hören uns an, was er so jetzt noch zu sagen hat. Ich bin wegen Sootin in diesen Schlamassel geraten, aber... Ihr könnt uns da wieder herausholen. Wenn ich zurückdenke, weiß ich jetzt, was Komir damit gemeint hat. Macht das Unrecht wieder gut. Die Mittel sind in Reichweite. Ihr solltet sie haben. Nein. Sohotin gehört euch. Weiter so aufzuhalten ist das Einzige, was zählt. Wenn er sieht, dass ihr nicht tot seid, wird sich sein ganzer Zorn gegen euch richten. Und niemanden sonst. Es fügt ihm Schaden zu. Und er hat Angst davor. Er wird nicht erwarten, dass es in eurem Besitz ist. Und deswegen ist es unsere größte Hoffnung. Ich fühle mich geehrt, Tribun. Ich werde es heil zurückbringen. Ja, das werdet ihr. Nice. Ich erwähne es nur ungern, aber... Nach Angaben des Ordens gibt es neben dem Haupttor noch drei weitere Eingänge zum Bazar. Jokos Marschälle haben an jeder Position Soldaten abgestellt. Sie selbst jedoch bleiben hier. Falls Baltasar an einem der anderen Tore auftaucht, haben die Erweckten ohne Anführer keine Chance gegen ihn. In 3 von 4 Fällen kann Baltasar einfach in die Stadt einmarschieren. Das ist ein ziemlich großes Risiko. Das sehe ich genauso. Ihr drei solltet an den einzelnen Toren die Armeen koordinieren. Ich werde hier bleiben, da die Marschälle mich bereits als Anführer akzeptiert haben. Bestens. Viel Glück, Kommandeur.
Ich wünsche uns allen viel Glück. Mögen wir alle heil aus diesem Krieg rauskommen. Und krass, Alter, wir haben echt so ein Team bekommen. Gut, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil wir ja schon vorher ein Feuerschwert hatten. Aber trotzdem, ey. Das sieht viel, viel geil aus. Ey, ganz ehrlich, das müssen die mal als Legendary reinbringen. So mit diesen Leuchteffekten. Oh, schaut euch das an, ey. Das sieht immer richtig Bombe aus. Vielleicht mal irgendwie einen Screenshot davon machen. So. Und ja, gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. So, Teens Biss, schneller Nahkampfhieb. So, Teens Gebrüll. Dieser Hieb ist langsamer, aber zerstörerisch. Er verringert die Holzzeit von Flammspucken und Verwüstung. So, Teen Tornado. Wirbelt in Richtung Ziel, versetzt Gegnern im Weg einen Hieb und setzt Wellen feuriger Tornados frei. Dies verringert die Erholzeit von Flammspucken und von Verwüstung. Ah, das sind die letzten Fähigkeiten. Ja, und wir können uns dadurch auch anscheinend heilen um 10%. Ah, okay, das ist so ähnlich wie der Wirbelsturmangriff beim Großschwertkrieger. Sprung ins Getümmel. Springt ein großes Stück auf euren Gegner zu und vernichtet ihn mit der Kraft Zootins. Dies verringert die Erholzeit von Flammspucken und Verwüstung. Auch wieder die letzten Fähigkeiten. Gut, natürlich, die haben den größten Cooldown, deswegen. Ja. Müssen wir also mit Bedacht wählen. Durchschneidet die Luft vor euch und sendet Flammen vor Vortices aus, die sowohl auf kurze als auch auf lange Distanz Schaden anrichten. Können wir mal ausprobieren. Ach du Heilige. Boah, das sieht krass aus. Können wir in alle Richtungen verschießen. Verheert den Bereich um euch herum mit Zootins Wut. Das können wir jetzt noch nicht einsetzen. Aber das werden wir dann auf jeden Fall im Kampf dann einsetzen, wenn es dann wirklich brenzlig wird. So, Teens Wut. Oh, nice. Steht zwar nicht da, wie viel Damage das ungefähr macht, aber ich glaube, das werden wir dann auf jeden Fall sehen, was wir damit anrichten werden. So, ab zu unserer Untotenarmee. Ach du heilige Bande. Die Geschmiedeten werden schon bald hier sein. Alter, was sind denn das für... Können wir die reiten? Das wäre nice, wenn wir die reiten könnten. König Joko erwartet nichts weniger als den vollständigen Sieg. Geil. So, da sind die drei Offiziere. Die Erweckten haben sich versammelt und warten auf eure Befehle. Truppmarschall, konzentriert euch mit euren Truppen auf die Infanterie der Geschmiedeten. Die Berittenen von Marschall Eranko werden sich um ihre Scharfschützen kümmern. Marschall Ikolo. Wo, Marschall? Wo ist eure Einheit? Dort an der Front. Unsere Zahl ist gesunken, da meine Würmer dem Wohl der Allgemeinheit geopfert wurden. Aber ein einziger gut ausgebildeter Junundo kann mehr Schaden verursachen als 100 von Oguns wertlosen, würmerfressenden Muschkoten. Dann ist die Elite der Geschmiedeten euer Ziel. Ihr haltet sie uns so gut es geht vom Leib. Archon! Auf den Kamm sind Speer der Geschmiedeten! Erweckte! Geht auf eure Position! Lasst Balthasar in Jokos Namen ein Willkommen zukommen, das der Wüste würdig ist! Marschelle, ihr habt eure Befehle. Los! Boah. Unsere Stimme ja richtig badass. So, und jetzt geht's so rund hier. Volle Kraft voraus. Alter. So, erstmal auf dieses große Ding hier. Oh shit. Okay, die machen uns nicht gerade wenig Damage hier. Habe ich das Gefühl. Nehmen wir mal unsere Spezialfähigkeit. Oh, schaut euch diesen Damage an.
Alter. Was geht denn hier ab? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns mit dem zweiten Skill heilen können. Hätte ich nämlich wieder fast. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Kämpft und dezimiert die Armee der Geschmiedeten. Für Elona. Zack. Ja, es werden auf jeden Fall weniger, ja. Aber na gut, unsere Truppen sehen noch halbwegs heil aus. Was? Wo? Balthasars Monster? Oh, da kommen wir. Ach du Heilige. Alter, was ist das denn? Alter, ich hab Angst. Balthasar, du Drecksschwein. Ich mach jetzt mal meine Spezialfähigkeit hier. Auch wenn die jetzt einen extrem großen Cooldown hat, aber. Naja, können wir vielleicht auch ein bisschen verringern. Alter, wir müssen den irgendwie aufhalten. Oder nicht? Naja, solange uns da nicht irgendwie ein neues Missionsziel gezeigt wird, können wir da auch erstmal nichts machen. Vernichte den geschmiedeten Monteur, der die Barriere aufrechterhält. Oh Gott. Toll, ey, Balthasar ist jetzt eingedrungen. Nicht genug in die Festung. Und. Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Was soll den hier noch? Ich werde euch alle vernichten! Für höhere Gerechtigkeit. Zack. Und dann ihn hier noch. Okay, also weiter rein. Da oben ist er, oder? Nee, das. Treibsand. Kommandeur! Nicht jetzt, Taimi. Im Drachenlab. Recherchiere trotzdem den Kishu. Ich kann nicht verstehen, was ihr sagt. Sardesi sagte, Gleichgewicht, Altbrachen. Taimi. Wer ist denn Sardesi? Taimi. Sardesi. War das nicht dieser Erhabene? Oh Gott. Hier kommen wir wohl nicht drumherum, unseren Mantarochen hier zu nehmen. Oh shit. Okay, die immobilisieren uns, diese Kristalle. Alter, tauchen ja aus dem Nichts auf. So, ich glaube, jetzt können wir wieder absteigen. Oh Gott. Alter, was für ein Damage. Mit der Kraft von Sohutin.
nix da, mein Freund. So. Da ist wieder irgendein Typ, der so eine Barriere aufhält. Also müssen wir erstmal wieder diese Pylone kaputt machen. Das kommt mir bekannt vor. Und ja, Kreikatorik war auch hier am Werk. Kann man auf jeden Fall deutlich sehen. Boah. Sieht krass aus. Immer mal wieder die vier. Schön alles niederbrennen. Hier ein paar Gebrandmarkte. Dürfen natürlich auch nicht fehlen. So. Oh, sorry, wenn ich vielleicht immer zu hart auf meine Tastatur tippe, aber das ist irgendwie so Gewohnheit bei mir. Wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich glaube, die Pylone müssen wir trotzdem noch ausschalten, oder? Oder können wir schon weiter? Nee. Nee, schalten wir erstmal noch die Pylone aus. Ich bin mal gespannt, ob wir dann Kalkatorik hier auch wirklich antreffen werden. Ich denke mal schon. Für höhere Gerechtigkeit. Weil das ist ja bald das Ziel gewesen, zu Kalkatorik zu kommen. Fuß komme ich da nie hinüber. Aber hey, wie wär's mit einem Raptor? Wobei wir zwar einen eigenen haben, aber naja. Wenn uns hier einer angeboten wird, da sagen wir natürlich nicht nein. So. Oh Gott. Hier wird's immer unheimlicher. Kommandeur! Die Erhabenen! Die Götter! Was ist da gerade geschehen? Warum wurde es still? Timmy, seid ihr noch da? Die Erhabenen, die Götter? Was will sie uns sagen? Ich kann es irgendwie nicht richtig deuten. Oh Gott, was ist das? Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht, ob wir da runter sollen. Oh Gott. Sollen wir da echt runterspringen? Oder. Ne, ich glaube, wir sollten so rüberspringen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie was falsch mache. Probieren es mal so rüber zu kommen. Ja, es klappt sogar. Gut. Oh, gut, dass wir da jetzt nicht runtergegangen wären. Ich glaube, da wären wir sowieso gestorben. Oder bin ich jetzt doch falsch? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, wir sind doch schon richtig. Oh Gott. Oh Gott. Oh
Wo bist du, Balthasar? Oh Gott. Nein, nein, weg da. Oh, jetzt geht das wieder los. Komm. Jump. Da ist wieder so eine Barriere. Geil, danke, dass du mir das Wort abgenommen hast. Hey, ganz ehrlich, mit der Zeit haben wir es auch gecheckt. Und noch der eine. Ach Mist, ey, wir wurden unterbrochen. Ey, das ist doch mal unfair. Vernichte die geschmiedeten Monteure, die Barriere aufrechterhalten. Okay, jetzt sind sogar drei. Geht weg. Alter, das ist ja Kalkatorik. What the hell? Aber nur sein Kopf, Alter. Wo ist denn der Rest seines Körpers und was ist das für ein... Okay, ja, das ist er. Er versucht ihn zu töten. Alter. Mann, ist das ein Riesenvieh, Junge. Das ist gerade mal sein Schädel. What the fuck, ey. Ja, die können sich mal schön gegenseitig da bekämpfen. Ich mach mir doch da nicht die Schminger, die Finger schmutzig. So, jetzt wieder diese komischen Kristalle. Oh, eine Melandro-Statue. Nö, ich ignoriere euch jetzt einfach mal. Ich habe keine Zeit für euch. Boah, Alter, wie lahm ist der denn? Mir fehlt der Wille. Gibt nur eine Möglichkeit, diese Mauern hochzukommen. Springen. Joa. Und da kennen wir ja einen guten Freund, der mit uns das machen könnte. So, aber erstmal, um das machen zu können, muss ich ja erstmal Ruhe stiften. Oder Frieden stiften. Zack. So. Springer. Und Rafter. Oder auch nicht. Na gut, wir müssen vielleicht erstmal auf diese Säule hier. Und dann... Oh. Oh Gott. Mann, ich finde diese Offiziere, ey, die hasse ich am meisten. Diese komischen...
Super Saiyajin-Fähigkeit, ey. Das nervt. Nein. Gut, der ist schon mal weg. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, verdammt, verdammt, nein. Oh. Alter. Meine Fresse. Wieso heilt er sich denn nicht? Verstehe ich nicht. Ich dachte, die zweite Fähigkeit heilt. Oh, das war auch wieder so scheiße knapp. Also ich glaube, beim nächsten Mal angeschlagen sein, haben wir nicht so viel Glück. Das verstehe ich nicht. Es heilt halt anscheinend nicht immer, diese Fähigkeit. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ach komm ey, ich nehme jetzt einfach... Das war nix. Ich werde jetzt gleich diese Fähigkeit einsetzen, diese fünfte. Oder soll ich die doch lieber erst aufheben für Balthasar? Ich weiß es nicht. Ich habe wieder meinen Buffhut vergessen. Ich bin so ein Held. Es war jetzt auch nicht das beste Buffhut, aber ja, immerhin. So. Boah, das war heftig. Heftiger Damage. Ich hätte mich jetzt schön hochheilen können. Aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Nein, nein, nein. Ey, lass dich mal kurz in Ruhe, Mann, ihr Deppen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich muss wahrscheinlich wieder hoch. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich brauche kurz einen Ruheort. Hat das für mich noch ein Visier? Jetzt kann ich. Ich muss da wieder hochspringen. Oh, das gibt's nicht. Diese Drecksviecher. Können die mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Jetzt komm. Perfekt. Und nochmal hoch. Ein bisschen höher. Und noch ein bisschen höher. Und noch ein Stück. Ja, los, richtig. Jo. Hast du fein gemacht. Du kriegst nachher ein Leckerli. Ja, und da ganz oben ist er. Hoffe ich zumindest. Shit. So. Dann wollen wir uns mal dir gegenüberstellen, du elender Bastard.
du Heiliger, ey. Was für ein Riesenvieh. Was ist das für eine Maschine? Zerstört die Kriegsbeste mit der Kraft so. So dich. Ich habe euch den Chaos gemacht. Ich bin hier, um Orin von diesem Ding zu befreien. Du hast Grants Abwesenheit genutzt, um dem Reich der Verlorenen zu entfliehen. Ah. Das ist Orin, die da drin ist.